Aber jetzt kommt sie wieder, Rebecca. Das Leben ist ein Wunschkonzert, kehrt zurück, diesmal in vollkommen anderer Art. Nicht ihr wünscht euch von uns was, sondern ihr wünscht euch für euch selber was und müsst dafür aber für uns was machen. Und zwar, was ihr euch wünscht, haben wir euch schon vorgegeben, nämlich es gibt eine CD von dir, die du auch dabei hast. Die aktuelle Bosse-CD heißt Taxi und ist fantastisch. Alle eifrig kaufen. Und dann hat der junge Mann hier versucht, seinem Namen Ehre zu machen und hat verpennt, eine CD mitzubringen. Es gibt aber eine besondere Vinyl-Edition, oder? Für den genau, also es gibt von dem ersten Tim-Tim-Album Let's Pretend We're Going die Vinyl, die würde der Gewinner dann bekommen von mir. Es war dann nicht in Echtzeit, aber doch ganz schöner Extra-Wert, würde ich sagen. Und einer von diesen, wir sortieren ehrlich gesagt immer so ein bisschen die spannenden Sachen vorher schon aus. Also wenn ihr jetzt nur sagt, oh, ja, ich würde dann vielleicht irgendwas, was wir langweilig finden, machen, dann seid ihr nicht in diesem heißen Stab, den ich hier in meiner rechten Hand habe. Und ich brauche jetzt noch eine Glücksfee, die aus diesen 5 Finalkandidaten jetzt denjenigen oder diejenige aussucht, die also diese beiden schönen Preise hier kriegen wird. Und zwar, ich glaube, du siehst so ein bisschen aus, als wärst du eine prima Glücksfee. Ja, genau. Wie heißt du denn? Nelly. Nelly ist unsere Glücksfee. Einen netten Applaus für Nelly. Und du ziehst jetzt einfach hier eins. Danke sehr. Bitteschön. Wow, also Carlotte hat gewonnen und wird uns eine Brücke schlagen hier auf der Bühne. Ende vorlesen, da steht noch was drauf. Und jemand krabbelt drunter durch, wenn es sein muss. Ja. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen unter einer Brücke durch. Krabbler. Krabbelpolonaise klingt ziemlich geil eigentlich. Das machen wir, oder? Nee, wir müssen natürlich mit deiner Kraft haushalten. Wir wollen hier drei unterschiedlich beleibte Musiker unter dir durchschleusen. Da müssen wir schon sehr genau wissen, was wir wann machen. Also du gehst in die Brücke und wir stehen schon bereit. Und ich fand jetzt diese Idee von der Krabbelpolonaise. Okay, der ganze Weg muss klar sein hier. Es dürfen keine Gegenstände rumstehen. Und es muss alles schon extrem abgecheckt sein, dass wir, wenn es... Okay, genau, so, dass wir dann da so durchhalten. Oder reicht dir das überhaupt für eine Brücke? Und vielleicht ist jemand Arzt oder vielleicht können wir brauchst du dann vielleicht jemanden, der dich hält notfalls oder so? Weil wir wollen jetzt auch verhindern, dass wir jetzt Tote haben. Ich muss darauf gefasst sein, dass wenn ich zwischendurch zusammenbreche, ihr das stützt. Damit es aber es ist doch nur eine Brücke, ist das überhaupt so schwer? Ja, ich mach mit. Na klar. Okay. Und dann sehen wir danach noch Akis Brücke. Ja, ich mach die Brücke danach, genau. Okay, also wie jetzt? Okay, wie jemand an? Oh, ach so, doch. Bist du schon am Start hier? Hinterher noch? Okay, du musst jetzt mal. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Super schön. Jawohl! Noch einer. Wuhu! Großer Applaus, ja. Das war Carlotta mit ihrer Brücke. Und du kriegst genau die eine CD, kriegst du schon mit. Ach so, das kann ich doch nicht. So eine Brücke. Du dachtest so vorne rum, oder was?